Provisorisch von einer Decke verhüllt, liegt die Bombe auf dem Containerschiff an der Oberbaumbrücke. Am Donnerstagmorgen um 10 Uhr wurde der 250 Kilo schwere Blindgänger bei Bauarbeiten in der Spree entdeckt. Das ist eine britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hat einen mechanischen Zünder, sprich also einen Aufschlagzünder, und würde nur durch mechanische Einwirkungen zur Detonation kommen. Deswegen versucht man dann hier heute Abend, nachdem die Evakuierungsmaßnahmen vollführt wurden, dann diesen Zünder vorne aus der Bombe rauszudrehen. Rund 200 Polizeibeamte waren an der großräumigen Evakuierung beteiligt. Im Umkreis von 500 Metern bis hin zur O2 World wurde aus Sicherheitsgründen alles abgesperrt. Der ÖPNV ist betroffen, insbesondere durch die U-Bahn-Linie 1. Die wird dann nämlich hier in dem Bereich der Oberbaumbrücke rausgenommen und dann bis zur Warschauer Straße auch nicht fahren. S-Bahn und Regionalbahn können weiterfahren, die sind davon nicht betroffen. Der Fahrzeugverkehr wird insbesondere sehr beeinträchtigt sein. Das heißt, die B96A, Stralauer Allee, die Müllerstraße, die Oberbaumbrücke, Teile der Warschauer Straße und das Schlesische Tor, die Schlesische Straße, all das wird für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt werden. Auf der Oberbaumbrücke und der Schlesischen Straße herrschte ab 13 Uhr, da wo sich sonst ein Auto ans andere reiht, gespenstische Ruhe. Auch Anwohner und Gewerbetreibende mussten das Gebiet verlassen. Es ist ein bisschen doof für einen Umsatz, weil so ein schöner Tag ist auch, aber lieber gehe ich doch raus, als dass mir irgendwas um die Ohren fliegt. Wir werden den Laden hier dann komplett abschließen und dann ist er dicht, da kommt auch keiner mehr rein. Und im schlimmsten Fall ist später nichts mehr da. In den angrenzenden Straßen, wie hier auf der Skalitzer Straße, kam es durch die Sperrungen zu Staus. Autofahrer mussten auf Nebenstraßen ausweichen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich da über die Oberbaum wollte. Ich will mein Enkelchen abholen. Es ist ganz schlimm, es ist ganz traurig. Die sitzt im Kindergarten und wartet. Es ist fürchterlich. Ja, genervt, ja, aber kann man nichts ändern. Erst nach Beendigung der Evakuierungsmaßnahmen kann die Bombe vor Ort von Spezialkräften entschärft und die Anwohner zurück in ihre Wohnungen gelassen werden. Die Polizei rechnet mit einer Einsatzdauer bis in den späten Abend hinein.